Da ist ein Sehnen in jedem von uns, in jedem Menschen ohne Ausnahme, ist ein tiefes Sehnen, was uns alle miteinander eint. Es ist das Sehnen nach unserer wahren Identität. Denn in dem heilen Teil unseres Geistes, der sich an Gott erinnert, dort ist die Erinnerung an einen Seinszustand, in dem es an nichts fehlte und in dem niemals eine Bedrohung war, in dem Angst nicht existierte, in dem kein Verlust möglich war, in dem einfach nur ein tiefer Frieden und eine tiefe Glückseligkeit war. Das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Doch je beschäftigter ein Mensch in dieser Welt ist, je investierter und identifizierter er ist mit dem, was diese Welt ihm bietet, was hier in dieser Welt ist und was die Welt ist, umso unbewusster ist dieses Sehnen. Er sucht und sucht und sucht und weiß gar nicht, wonach er sucht. Und er sucht es in den Dingen dieser Welt, wo es niemals zu finden ist, angetrieben vom Ego, ohne dass er das weiß. Er denkt, er tut es richtig. Und er sucht Spaß, er sucht Freude in Form von Spaß. Und meint es dort zu finden. Er sucht die Beziehung, die Partnerschaft, den anderen Menschen. Und meint es dort zu finden. Er sucht es in seinem Bankkonto und meint es dort zu finden. Und doch, je schöner das Leben eines Menschen gerade ist, das bedeutet nicht, dass er nicht tief in seinem Inneren unerfüllt bleibt, ein Gefühl von Mangel bleibt, dass etwas fehlt. Die Dinge dieser Welt können uns niemals das geben, was Gott uns geben will und was uns zusteht und was unser Erbe ist. Unsere wahre Identität, die eins ist mit Gott und die vollkommene Liebe ist. Und Gott hat mich so erschaffen, genauso. Und er will, dass wir uns daran erinnern. All die Bilder, das ist das, was nötig ist, um sich daran zu erinnern, ist, dass wir all diese Bilder, die wir gemacht haben, woran wir jetzt glauben, Bilder von uns selbst, Selbstbilder, entweder erniedrigende oder erhöhende, Bilder von unseren Brüdern, ebenfalls erniedrigende oder erhöhende, vergleichende, Bilder, die wir von der Welt gemacht haben, was sie für uns bedeutet und überhaupt, was die Bedeutung ist hier, die wir ihr auferlegt haben. Es gilt, all diese Dinge zurückzunehmen, einfach loszulassen und nicht mehr daran zu glauben. Es gilt auch, den Gedanken, dass es Arroganz wäre, dass ich eins mit Gott bin. Sieh mich an, wie sündig ich bin, was ich doch, ja, loszulassen. Das Ego will nicht, dass wir unser Selbst erkennen. Das Ego tut alles und strengt sich sehr an, uns immer und immer wieder in Versuchung zu führen. Und es gilt, diesen Versuchungen nicht mehr nachzugeben. Mit Hilfe von Jesus, mit Hilfe des Mittels der wahren Vergebung.
Es gilt, unseren Geist zu öffnen dafür, dass die Liebe uns erschaffen hat wie sich selbst. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Ich kann nicht leiden. Ich kann keinen Verlust erleiden und ich kann nicht sterben. Bitte lasst uns unseren Geist dafür öffnen, dass das die Wahrheit ist. Es ist nicht die Wahrheit bezüglich dem Körper, der ich meine zu sein. Der Körper ist nicht das, was ich bin, aber es ist das, was ich wirklich bin, meine wahre Identität. Wir wollen das annehmen. Das ist der Weg. Und dafür schauen wir über die Erscheinungen hinweg. Dafür lassen wir Götzen los. Ich bin kein Körper. Ich möchte heute meine Wirklichkeit erfassen. Ich will keine Götzen anbeten und auch mein Selbstbild nicht erhöhen, um es an die Stelle meines Selbst zu setzen. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Mein Schöpfer ist kein Mensch. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Mein Schöpfer ist reiner Geist, ist Licht, vollkommene Liebe. Ich bin das Ebenbild meines Schöpfers. Die Liebe hat mich wie sich selbst erschaffen. Was sind denn Götzen? Was ist das? Ein Götze. Was ist ein Götze? Kapitel 30, Römisch 3, Absatz 3. Hinter der Suche nach jedwedem Götzen liegt die Sehnsucht nach Vollständigkeit. Ein Götze ist etwas in dieser Welt, was du, von dem du denkst, dass es dich glücklich machen wird und dass es dir das geben wird, wonach du dich so sehnst. Das heißt etwas anderes als Gott, etwas, was du vor Gott stellst. Kann ein Mensch sein, ein Ding sein. Ganzheit hat keine Form, weil sie grenzenlos ist. Also deine Identität ist grenzenlos. Einen besonderen Menschen oder Gegenstand zu suchen, den du dir hinzufügst, um dich vollständig zu machen, kann nur bedeuten, dass du glaubst, es fehle irgendeine Form. Das ist es ja auch. Wir denken, wir sind im Mangel. Und als Identifikation mit dem Körper sind wir im konstanten Mangel. Und wenn du diese fändest, diese Form, würdest du Vollständigkeit in einer Form erlangen, die du magst. Das ist der Zweck des Götzen, dass du nicht über ihn hinaus zur Quelle deiner Überzeugung, du seist unvollständig, blickst. Das Ego will das nicht, dass wir das erkennen, dass wir glauben, im Mangel zu sein und in Wahrheit es nicht sind. Das will es nicht. Nur wenn du gesündigt hättest, könnte dies so sein. Denn Sünde ist die Idee, dass du allein bist und von dem, was ganz ist, abgetrennt. Sünde ist eigentlich nur die Idee, getrennt zu sein. Das ist eigentlich Sünde. Das ist eigentlich alles, was mit Sünde gemeint ist. Jetzt vom Kurs her. Zu glauben, ich bin von Gott getrennt. Sünde hat nichts mit Moral zu tun im Kurs, mit all diesen Dingen. Das ist das, was ihr auferlegt wurde vom Ego mal wieder. Nein, Sünde ist einfach nur, ich glaube, ich bin von Gott getrennt. Nie ist es der Götze, den du willst. Doch das, wovon du denkst, er biete es dir, das willst du in der Tat und hast das Recht, darum zu bitten. Ich denke, er bietet mir eigentlich wirklich mein wahres Selbst. Das ist ja mein tiefes Sehnen, das, was auch unbewusst einfach ist, ne? Es kann auch unmöglich verweigert werden. Ich habe ein Recht auf mein wahres Selbst. Gott will, dass ich das erkenne. Dein Wille, vollständig zu sein, ist nur der Wille Gottes. Und der ist dir gegeben, da er der Seine ist. Gott kennt keine Form. Gott kennt die Welt nicht. Gott hat hiermit nichts zu tun.
Er kann dir nicht antworten in Begriffen, die keinerlei Bedeutung haben. Und dein Wille könnte sich mit leeren Formen nicht zufrieden geben, die nur dazu gemacht sind, einen Graben, der nicht vorhanden ist, zu füllen. Ich denke, da ist ein Mangel. Und ich suche nach den hier in der Welt nach den Dingen, die diesen Mangel stillen können. Da weder der Mangel wirklich ist, noch die Dinge dieser Welt, kann das einfach nicht funktionieren. Und das ist es nicht, was du willst. Die Schöpfung gibt keinem separaten Menschen und keinem separaten Ding die Macht, den Gottessohn vollständig zu machen. Welcher Götze kann denn angerufen werden, um dem Sohne Gottes das zu geben, was er bereits hat? Ich bin das ja bereits. Vollständigkeit ist die Funktion des Gottessohnes. Er braucht gar nicht danach zu suchen. Was bin ich also wirklich? Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Der Gedanke, den Gott von dir hat, ist wie ein Stern, unveränderlich an einem ewigen Himmel. So hoch im Himmel ist er eingesetzt, dass die, die außerhalb des Himmels weilen, nicht erkennen, dass er dort ist. Doch still und weiß und lieblich leuchtet er durch alle Ewigkeit. Es gab nie eine Zeit, in welcher er nicht dort war und keinen Augenblick, in dem sein Licht sich jemals trübte oder an Vollkommenheit verlor. Das ist das, was wir sind, und danach sehnen wir uns. Die Liebe hegt keinen Groll, unser zweiter Leitgedanke von heute. Gott hegt keinen Groll. Wie könnte er das? Gott ist in vollkommenem Einssein. Kein Anfang, kein Ende, keine Veränderung, ewig. Da ist kein Groll. Groll gehört zu dieser Welt, zu den Dingen dieser Welt. Und Groll verhindert, dass ich mein wahres Selbst erkennen kann. Solange ich Groll hege und gewillt bin, Groll zu hegen und daran glaube, dass mir das etwas gibt, werde ich mein Selbst nicht erkennen können. Was ist Groll? Groll bedeutet, ich bin nicht einverstanden. Das und das gefällt mir nicht, das muss anders sein, damit es mir besser geht. Und dann suchen wir natürlich die Götzen, von denen wir meinen, die Formen, von denen wir meinen, dass sie mich besser fühlen lassen. Und es wird einfach nie funktionieren. Die Liebe hegt keinen Groll. Meine wahre Identität hegt keinen Groll. Groll ist der Liebe völlig fremd. Groll greift die Liebe an und hält ihr Licht verschleiert. Wenn ich Groll hege, greife ich die Liebe an und deshalb auch mein Selbst. So wird mein Selbst mir fremd und so bleibt es mir fremd. Ich bin entschlossen, heute mein Selbst nicht anzugreifen, damit ich mich erinnern kann, wer ich bin. Das, was ich bin, das bin ich jetzt. Das bin ich. Und dazu muss ich nichts tun. Dazu muss niemand etwas tun. Dafür muss sich nichts verändern in dieser Welt. Keine Illusion muss sich dafür verändern. Ich bin das, was ich bin. Das, was ich bin, ist unantastbar. Es kann verschleiert werden,
scheinbar verschleiert werden. Ich kann es verschleiern. Und das ist ja das, was ich getan habe. Und jetzt will ich es aufheben. Ich will, dass dieser Schleier sich auflöst und verschwindet. Und daher bin ich gewillt, jeden Groll aufzugeben. Daher bin ich gewillt, anderen Geistes zu werden und dich von vollkommener Liebe eingehüllt, als meinen heiligen Bruder, meinen heiligen Freund zu sehen. Denn nur so kann ich meine eigene Heiligkeit wiedererkennen. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst, und die Liebe hegt keinen Groll.